In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ein Audio hochladen, eine MP3-Datei. Dazu gehe ich hier auf das Bedienpanel und wähle dieses Icon für Audio, klicke es an, ziehe es in die Arbeitsfläche. Ich kann dieses Panel Audio vergrößern und platzieren, wo ich möchte. Dann habe ich auch die Möglichkeit, hier Autostart oder eben nicht zu wählen, wie beim Video. Autostart eignet sich hervorragend für Audio-E-Mail, aber auch wenn Sie Podcasts verschicken wollen, und ansonsten lassen Sie es weg, wenn es sich um eine Seite handelt. So, hier können Sie es kurz testen und wenn es für Sie okay ist, klicken Sie auf OK und die Datei ist übernommen. Sie können es hier abspielen.